Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Shortcut-Sendung von Mr. Raw. Ich hab den Max hier. Hi Max, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Max ist Bademeister, hat einen geilen Job, ist viel in der Sonne. Und wie war deine Geschichte mit deiner Haut? Ja, ich habe ja hier Pigmentstörungen, man sieht das ja, rote Haare, sehr anfällig für Sonnenstrahlung. Ja. Und die Haut bei mir, egal was ich gemacht habe, eingecremt oder auch andere Sachen, ist immer direkt am nächsten Tag rot geworden. Und hat sich direkt abgeflattert. Haut, weil jetzt sieht die richtig schön knackig braun aus, kann das sein? Hier ist sie natürlich sehr weiß, da sieht man noch, wie die vorher aussah. Und hier ist sie sehr schön braun. Schön braun. Und seitdem ich dieses Jahr umgestellt habe, viel Chlorophyll, viel Algen gegessen habe, ist alles super braun geworden. Ganz genau, denn Sonnenschutz kommt von innen. Habt ihr euch schon mal gefragt, Leute, wieso die Pflanzen keinen Sonnenbrand kriegen oder wieso Tiere keinen Sonnenbrand kriegen? Ja, die essen grün, die essen chlorophyllreich und das schützt durch die Alkaloide besonders, die in den Pflanzen drin sind, dann von innen die Haut. Also bitte keine Sonnencremes verwenden. Im Gegenteil, setzt eure Haut der Sonne aus. Natürlich nicht einfach jetzt von 0 auf 100, 4 Stunden in 5 Stunden in die Sonne setzen, sondern langsam rantasten, aber dann vor allem morgens, mittags und abends müsst ihr wissen, abends wird der Vitamin D abgebaut, wenn ihr in die Sonne geht. Ja? Also morgens, mittags aufgebaut und Vitamin D abends abgebaut. Das heißt, wer nach dem Feierabend erst sich immer in die Sonne setzt, der produziert auf seiner Haut kein Vitamin D3. Und also du hast jetzt eigentlich, dadurch, dass du auf Rohkost umgestellt hast, so dein ganzes Hautbild hat sich verändert. Ja, auf jeden Fall. Es sieht alles super aus. Sieht richtig braun und knackig aus. Ja, und das heißt, jetzt auch irgendwelche anderen Veränderungen noch durch die Umstellung? Also ich habe, bevor ich auf Rohkost umgestiegen bin, immer so 8-9 Stunden geschlafen. Und das wird auch wahrscheinlich jedem anderen so gehen. Ja. Wenn man mal eine kurze Zeit umgestellt hat, dann schläft man vielleicht noch 5-6 Stunden. Richtig. Macht die Augen auf, steht direkt auf, kann direkt fit loslaufen, am besten noch kalt abduschen. Und ganz dann geht genau. Der Tag super los. Ganz genau. Sehr gut. Okay, Leute, wir schauen mal, wen wir noch so hier reinkriegen. Ganz wichtig, Leute, steigt um und wechselt eure Ernährung, versucht euch bewusster und rohkostlicher zu ernähren. Wir haben ein dramatisches Szenario gerade auf der Welt. Wir haben uns gerade auch drüber unterhalten. Es laufen viele Sachen schief. Auf der einen Seite ist ein ganz tiefer Abgrund für viele von uns. Also neueste Zahlen, ja, Krebs, die Todesursache Nummer 1 bei Kindern in Amerika. Jeder zweite Deutsche erkrankt mindestens einmal in seinem Leben an Krebs. Und auf der anderen Seite haben wir neueste Technologien, Potenziale, Konzepte, Ideen und Möglichkeiten, unser Leben revolutionieren und eine neue Menschheitskultur zu begründen. Also ihr habt die Wahl, Leute. Es ist auch eine dramatische Statistik jetzt rausgekommen. Wir haben das erste Mal in der Geschichte der Menschheit mehr übergewichtige Menschen als untergewichtige Menschen auf dem Planeten. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Das ist auch krass. Das ist völlig krank. Also Leute, ja, zum Abnehmen, Rohkost ist das Einfachste und Beste, was es gibt. Und natürlich auch langfristig, um die Gesundheit zu erhalten, einen klaren Geist zu bekommen, die Zirbeldrüse frei zu bekommen und wieder zu erwachen und der zu werden, wer wir sind. Und zwar den göttlichen Genius in uns zu entfachen. Darüber kann ich auch noch sagen. Und zwar nicht nur die Zirbeldrüse, sondern alle Drüsen. Alle Drüsen, werden richtig. Werden freigeschaufelt, wenn ihr euch von Rohkost und viel Chlorophyll ernährt. Zirbeldrüse, Hypothalamusdrüse, Bauchspeicheldrüse. Genau. Schilddrüse vor allem. Schilddrüse, genau. Schilddrüse, kommt auch ein super Video noch, Leute. Also ihr könnt euch auf was gefasst machen. Wir werden auf all diese Themen noch genauer eingehen. Ich danke dir erstmal, Max, für diese Hintergrundinformation. Ja, Ehrensache. Und kommt uns hier besuchen in der Rohkosteria vom feinsten Rohkost, Gourmet-Rohkost. Bis dann noch. Hier noch eine kleine Zusatzinformation. Während wir hier uns beim Bioscan unterhalten, dann hat er mir gesagt, wie ist es im Fitnesscenter, nachdem du jetzt weniger gewogen hast durch die Umstellung auf Rohkost? Wie war das mit dem Muskeln und mit der Kraft? Ja, also erstmal, ich habe viel abgenommen. Ich habe mir Sorgen gemacht, 10 Kilo abgenommen und ich hatte vorher schon nicht so viel gewogen, 75 Kilo ungefähr. Und jetzt habe ich halt 10 Kilo abgenommen, sogar noch ein bisschen mehr, 62. Und ich hatte mir Sorgen um meine Muskeln gemacht, bin dann aber wieder regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen, habe gemerkt, von der Kraft her ist alles noch da. Also ich drücke die gleichen Gewichte, ich drücke 10 mal 90 Kilo und wiege nur 60 Kilo. 10 mal 90 Kilo, ja. Maschine. Zeig mal deinen Bauch, du hast mir gerade schon gezeigt, für die Kamera, damit die mal, so muss also man aussehen. Die Bräune so ist auch da. So sieht man aus, Leute. Wie ein Gorilla. Was denkt ihr, der Gorilla geht auf die Waage? Denkt ihr, der Gorilla will viel wiegen? Es geht doch darum, möglichst leicht zu sein und möglichst viele Wiederholungen an Klimmzügen zu schaffen, oder?
Was sagst du dazu? Na, also ich finde, je mehr Klimmzüge, desto besser. Umso leichter ist ich, umso leichter mein Körper und mein Verdauungstrakt sind und umso mehr Wiederholung, umso stärker, umso, sag ich mal, kräftiger ich bin. Es geht doch um Kraft und nicht um Masse, also um Gewicht, oder? Das ist mir immer so unlogisch, wenn die Leute sagen, ich gehe gar nicht mehr auf die Waage. Ich gucke nur, wie viel Wiederholung mache ich, wie wachsen meine Arme, wie wachsen meine Brust, wie wächst mein Bauch, meine Beine. Ja, darum geht's doch. Es geht darum, Leistung abrufen zu können und nicht auf der Waage viel zu wiegen, weil man dicke Parasiten in sich züchtet. Ja, wirklich, die Leute haben so dicke Parasiten und sagen, oh, ich wiege so viel. Ja, sehr gut, du hast einen klasse Parasiten in dir jetzt herangezüchtet. Ja? Und du hast auch den Vita-Chip geholt, gell? Genau, den Vita-Chip habe ich hier an mein Handy dran gemacht. Am Handy ist es wirklich wichtig, denke ich, weil das hat man immer dabei. Und ich habe mir abends immer Videos angeguckt vom Schlafengehen, was vielleicht viele auch machen. Und wo ich den Vita-Chip noch nicht dran hatte, bin ich zum Beispiel eingeschlafen beim Videos gucken. Und dann bin ich nachts aufgewacht und ich habe mir auch schon gedacht, ja, das muss irgendwie an dieser Handystrahlung liegen, weil wenn ich das nachts ausgemacht hatte oder das WLAN ausgeschaltet hatte, da ging das. Und jetzt, wo ich den Vita-Chip drauf habe und dabei einschlafe, gar keine Probleme mehr beim Durchschlafen. Hammer. Alles easy. Muss ich ehrlich gesagt euch auch nochmal sagen, Leute, ich schlafe besser, ich habe das Handy neben meinem Kopf, neben meinem Bett und empfehle es auch allen Leuten, weil, Leute, ihr wisst vielleicht schon vom 5G, hast du schon vom 5G gehört? Die neue Frequenz, noch mehr Strahlung wahrscheinlich. Noch mehr Strahlung, das ist eigentlich eine Militärtechnologie, mit der wirklich unsere Zellen, man kann sogar Herzkrebs dadurch kriegen, Scheiße. Was eigentlich unmöglich vorher war fast. Ja. Und die ist sehr gefährlich und dieser Vita-Chip kann das alles nicht nur harmonisieren, sondern transformiert es, nutzt diese 5G-Strahlung, um euch ganz viele kurze, schnelle, heilende Impulse in den Körper zu senden. Also Leute, probiert's aus, holt euch den Vita-Chip, steigt nochmal auf Rohkost und folgt uns weiter hier, Leute. Lasst uns einen Daumen hoch und macht es wie Max hier, kommt bei mir vorbei auf dem Videoscan. Ciao. Und natürlich mein Buch kaufen, Leute, daran habe ich das alles beschrieben, ja, und da könnt ihr das alles nochmal nachrecherchieren. Ansonsten findet ihr alles, worüber wir geredet haben, unter dem Video verlinkt in der Infobox. Meine ganze Tagesstruktur mit den ganzen Produkten, die ich nehme, meine Kosmetika, meine Superfoods, in der Reihenfolge, in der man sie zu sich führen sollte. Alles klar, Leute, macht's gut. Ciao. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist ein bisschen später geworden. Wir sitzen hier gerade gechillt vor der Rohkosteria, vor dem Himmel auf Erden. Und ich habe Kenan zu Gast. Hallo Kenan, schön, dass du da bist. Ich grüße dich, schön. David. Kenan hat mir mal wieder eine sehr traurige Geschichte erzählt, was die Ärzte gemacht haben im Krankenhaus. War es dein Vater oder wer war es nochmal? Es war eine Bekannte von mir, auch mein Papa war das gewesen. Also Schulmedizin, Leute, kann ich euch nur sagen, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz bestialisch, unmenschlich. Es geht wirklich nur um Geld. Man wird vorgeführt, man wird belogen, man wird ausgenutzt, emotional, gefühlstechnisch, auf allen Ebenen. Krankheiten werden suggeriert, Panik wird gemacht, dann wird operiert. Und die Leute werden umgebracht. Dann wird operiert. Ja, die Leute werden umgebracht. Aber nee, ganz ehrlich, Spaß beiseite. Es ist jetzt alles ein bisschen spontan, aber es ist wirklich so. Ihr werdet auf das ganze System ist wirklich aufgebaut, komplett auf Abzug, ja, auf Panikmache. Ne? Es wird nur schulmedizinisch, wird nur einem erklärt, die OPs sind die Lösung. Ja? Und letztendlich erlebe ich die Menschen vor der OP. Mag sein, dass sie krank sind. Es geht ja um diese Krankheit von den Ärzten, ein Krankheitsbild. Ja? So, nur ob es dem entspricht, wie sie das rüberbringen, da habe ich so meine Zweifel. Richtig, und manchmal ist ja auch so, Krebs entsteht und vergeht wieder, wenn man nicht zum Arzt geht, kriegt man davon gar nichts mit. Richtig, 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 so. Und viele, viele andere Dinge, aber deswegen kann ich eigentlich nur eines sagen, aufstehen, wach werden, nachdenken, fragen, waiting, watching, mal gucken, wie der Körper reagiert und nicht sofort und das Messer. Ja. Ne? Weil da passiert es und es ist wirklich so. Kaufmännisch, ein Krankenhaus wird von einem Manager geführt. Das heißt, es geht hier um Business. Ganz so, genau. Ihr unterzeichnet Verträge, da ist auch der Tod einkalkuliert. Wenn es passiert, da kann euch keiner was. Ja, stimmt. Feierabend. Ja. Ne? So. Und letztendlich ist es so und es wird auch die nächste Zeit auch so sein. Was ich nur sagen kann, ich meine, ich lese jetzt ein bisschen dabei, es ist eigentlich unglaublich, aber es ist so. David. Ich danke dir sehr für dieses kleine Statement, Kenan. Du hast da was auch im privaten Umfeld erlebt. Willst du dazu noch Stellung nehmen oder willst du eher... Ja, ich kann es mal ganz kurz bei meinem Papa sagen. Also der wurde vor 2 Jahren, wurde der in einem Jahr 4-mal operiert. Diagnose Bandscheibenvorfall. Ich leider unerfahren, wie man damit am besten umgeht. Ärzte, Ärzte, Ärzte. Heute kann ich nur sagen, das Ganze von dem Ersttermin bis zur Diagnose, bis zur Lösungs, bis zum Lösungsvorschlag, bis zu den OPs,
ist komplett fingiert, hausgemacht. Es geht wirklich nur um Geld. Ja, es geht wirklich nur um Geld. Die OPs, die Entzündungen, die Infektionen, die dabei entstehen können, ja, sollten eigentlich nicht sein. Was kann ich dazu sagen? Also dann siehst du halt wirklich, dann siehst du deinen Liebsten in einem Krankenhaus, in der Anstalt, ja, nach dem System, wo du einfach auch nicht mehr irgendwie die Handhabe hast zu sagen, hier, ich brech ab, ne? Also ausgeliefert, wirklich ausgeliefert. Und du hast ja noch gesagt, der Arzt hat dir zugesichert, dass er selbst das machen dann. Auch erlebt von dem Oberarzt, ne? Der eigentlich einen guten Ruf hatte, den wir auch eigentlich zur OP wollten. Die Zusage wurde gemacht, dass er operiert. Letztendlich habe ich irgendwann mal gemerkt, da stimmt was nicht. Nachgehakt, was kam raus? Assistenzarzt. Mhm. Ne? Muss nicht schlecht sein, aber das sind halt Dinge, sie werden wirklich belogen. Ja? Dann wurde mein Vater im Foyer, das ist also auch wirklich eine wahre Geschichte, von der Ärztin abgefangen. Und da habe ich zufälligerweise das Telefonat mitbekommen, wie die Ärztin mein Vater da wirklich in die Ecke gedrückt hat, nach dem Motto, sie müssen operiert werden, denken Sie an Ihre Prostata-Geschichte. Und der Krebs, der ist schon da und der wird sie umbringen. Ne? Wir müssen jetzt hier vorankommen, wir müssen weiterkommen. Es geht nur über eine OP. Ne? Und jetzt hört ihr mal das an, ganz, ganz wichtig. Bitte. Eine Diagnose ist nur dann sinnvoll, wenn sie den Patienten weiterbringt. Ansonsten ist man lieber leise. Es ist eine Diagnose, ich sag's nochmal, ist nur dann sinnvoll. Wieso sollte ein Arzt sagen, du hast Krebs, du stirbst bald? Es hat keinen Sinn. Dann sag doch lieber gar nichts. Eine Diagnose ist nur dann sinnvoll, wenn sie den Patienten weiterbringt. Und in solchen Fällen fand ich das nicht so sinnvoll. Also ich kann auch zu dem ganzen Thema noch mal eines sagen. Es ist also ganz, ganz wichtig, lest viel, informiert euch viel, ernährt euch wirklich gesund. Viel Obst, viel Gemüse, Quellwasser, wenn es geht. Die ganze Ernährung, das ganze System, auch was in der Pharmaindustrie, in der medizinischen Welt, was da vorgeht, ist wirklich nur auf Krankheit dieser Menschen aufgebaut. Letztendlich, wir zahlen auch mit dem Leben. Ja. Ja, und mit der Gesundheit. So. Und die Gesundheit ist unbezahlbar. Richtig. Ach, das ist ein wunderbarer Schatz. So. Ich danke dir sehr, Kenan. Sehr, sehr gerne. Und David. Ja, macht's gut. Leute, kommt hier vorbei, Rohkosterie, habt ihr das beste Essen, was es überhaupt so in Deutschland gibt. Sprossen, frisch gepresste Gemüsesäfte, jede Menge leckere Sachen. Und falls euch das gefallen hat und ihr noch mehr sehen wollt, lasst uns einen Daumen da, abonniert den Kanal und ich werde noch solche genialen Leute hier wie Kenan vor die Kamera bringen, die uns hierbei unterstützen bei unserer Mission, die Welt etwas besser zu machen. Denn es passiert auch viel in eine positive Richtung und diese Gespräche zeigen mir das. Vielen Dank, Kenan. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rohkosterie in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.